ich bin Sascha, ihr schaut wieder Mini PC Pro TV und heute schauen wir uns den HP 2133 Mini Note an. Das ist also ein weiteres Mini Notebook bzw. Netbook, diesmal von Hewlett Packard. Und ihr seht hier schon einen entscheidenden Unterschied. Wenn wir uns mal das Design des Systems anschauen, das ist hier wirklich, würde ich sagen, die Business-Klasse der Mini-Notebooks bzw. Netbooks. Wir haben wirklich eine sehr gute Verarbeitung. Das ist ein Aluminium-Finish des Gehäuses. Lass uns mal ganz kurz anschauen, was wir hier für Funktionen haben. Wir haben hier einmal einen kleinen Wi-Fi-An- und Ausschalter. Hier haben wir eine Status-LED für die Festplatte und hier den An- und Ausschalter. Muss mal zur Seite drehen. Haben wir hier einen Audioausgang und einen Mikrofoneingang, einen USB 2.0 Anschluss und hier den VGA Ausgang. So, hinten haben wir gar nichts. Das bekannte Kensington Keylock. Falls ihr also euren HP Mini Note an die Kette legen wollt, damit ihn keiner klaut. Hier haben wir den Power-Eingang, Ethernet-Anschluss und einen weiteren USB 2.0 Anschluss und hier einen SD-Card-Reader. Nun, was haben wir denn hier oben drüber noch? Das dürfte uns von normalen oder herkömmlichen Notebooks bekannt sein. Und zwar ist es ein PCM-CIA-Slot. Was natürlich wirklich Sinn macht, wenn ich das System erweitern will, zum Beispiel mit einer 3G UMTS-Card oder ähnlichem. Also generell ist der HP da up-to-date, was die Anschlüsse angeht, wie die Ausstattung aussieht. Nun öffnen wir mal das System und da fällt uns neben dem Glossy Display, was jetzt natürlich hier in diesem Raum ein wenig spiegelt. Ich muss ganz einfach sagen, ich nutze auch ein Dell Inspiron 700M mit Glossy Display seit jetzt fast 2 Jahren. Und ich habe mich eigentlich daran gewöhnt, ich setze mich auch eigentlich nicht großartig in die Sonne damit. Tatsache ist, mit dem Glossy Display habe ich einfach wirklich brillante Farben, auch wenn ich damit abends noch im Zimmer sitze und arbeite bzw. durchs Web surfe. Weitere große Unterschied zu den bisherigen getesteten Mini-Notes und Netbooks von uns ist ganz einfach hier die Tastatur. Nun, Hewlett Packard nutzt hier eine Tastatur, die 92% der Größe einer Standard-Tastatur hat. Für Vielschreiber, für Leute, die viel unterwegs sind und ganz einfach ordentlich mit Word sich auseinandersetzen müssen, beziehungsweise mit dem entsprechenden Open Office Pendant, dem Writer, ist das natürlich hier wirklich das Mini-Notebook, was Sie sich näher anschauen sollten. 92% Keyboard Size, man kann es einfach gar nicht vergleichen mit den 8.9-Inch Netbooks und Mini-Notes, die wir bisher getestet haben. Es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Verarbeitungsqualität des Keyboard ebenso. Absolut professionell, absolut gut. Das ist hier kein billiges, zusammengeschustertes Plastik-Keyboard, sondern wir haben hier wirklich eine sehr professionelle Qualität. Ein weiterer Unterschied hier, den ihr hier seht, ist das Touchpad. Und zwar haben wir ähnlich wie beim Acer Aspire One rechts und links die Maustasten an der Seite des Touchpads und nicht unterhalb des Touchpads. Nun, die Variante, die ich hier habe, ist das HP 2133 mit der VIA C7M CPU, die in diesem Falle mit 1 GHz taktet. Haben hier ein Windows XP Professional vorinstalliert und das boote ich jetzt mal gerade hoch. Man könnte also sehen, wie das mit der Bootzeit aussieht bei Mini Note. Hier haben wir schon die BIOS-Informationen gerade und muss dazu sagen, wir haben hier ebenfalls eine herkömmliche Festplatte verbaut. Das heißt, es ist hier keine SSD-Platte, wie wir es vom zum Beispiel MSI Wind und vom EPC und natürlich auch vom Acer Aspire One kennengelernt haben. Und so, da haben wir den Bootscreen gehabt vom Windows XP Professional.
Und dann müssten wir auch schon gleich auf dem Desktop sein. So. Ein weiterer großer Unterschied dieses 8.9-Inch Displays ist ganz einfach auch die Auflösung. Ich habe natürlich jetzt hier eine englische Variante. Ich bin nach wie vor in Taiwan und schauen wir uns mal hier die Auflösung an. Und zwar haben wir hier 1280 x 768 Pixel. Das müsste meiner Meinung nach eine WXGA Auflösung sein. Verglichen mit den 8.9-Inch Netbooks, die wir zuvor getestet haben, zum Beispiel den EPC 900 und den EPC 901, die nur eine Auflösung von 1024 x 600 bieten, haben wir hier natürlich eine Ecke mehr Platz auf dem Desktop. Mag für einige ein bisschen zu klein sein, nichtsdestotrotz im täglichen Einsatz hat das Mi Note mich eigentlich auch mit dieser Auflösung absolut überzeugt. Nun, wie sieht es mit der Performance aus? Ich habe leider keine Möglichkeit, im Moment auf diesem System hier Benchmarks laufen zu lassen. Das werden wir so schnell wie möglich nachholen. Aber lass uns doch mal einfach hier Microsoft Office starten. Nehmen wir mal Word und schauen uns mal an, wie schnell das startet. Ja, das ist Word 2007. Und da ist es schon. Also ich sehe keinen großartigen Unterschied zum Open Office Start, zu der Open Office Startzeit auf meinem EPC mit der SSD-Karte. Oh, jetzt haben wir natürlich auch gerade lustigerweise eine Variante geöffnet, die noch nach einem Product Key fragt. Den habe ich natürlich jetzt gerade mal eben nicht zur Verfügung. Ein weiterer interessanter Unterschied zum EPC ist ganz einfach, wie sieht es denn aus mit der Soundqualität der Lautsprecher? Der EPC 901 kommt ja bekanntermaßen nur mit einem Dolby Soundroom Logo daher. Und ich starte mal jetzt hier so ein kleines MP3-File. Und dann hören wir uns das mal eben an, wie das mit den HP-Speakern sich anhört. Meiner Meinung nach ein sehr warmer Klang. Das heißt also, wenn ihr zwischendurch mit eurem Mini Note auch noch Musik hören wollt, lässt euch das HP in Bezug auf Soundqualität der Lautsprecher als auch natürlich der Soundkarte nicht im Stich. Wie gesagt, im Vergleich zum EPC, zum MSI Wind, meiner Meinung nach die Business-Klasse der Mini Notes und der Netbooks. Sobald wir über mehrere Tage unser Testsample haben, werden wir natürlich auch noch ausführliche Benchmarks laufen lassen. Wir werden ausführlich darauf eingehen, wie es mit der Batterielaufzeit aussieht. Und bis dahin, schaut einfach vorbei auf unseren Blogs epcnews.de oder natürlich auch auf unserem HP Mini Note Blog, was hp2133.de ist.